Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von ReiseTV. Und heute darf ich begrüßen den Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg, Herr Martin Ebster. Hallo. Grüß Gott. Herr Ebster, jetzt wollen wir den Leuten mal, die es vielleicht nicht wissen, wo denn St. Anton am Arlberg liegt, das zeigen. Dank Google Earth zoomen wir da mal rein. Wir haben hier schön Europa und da fahren wir auch schon rein und sehen, es ist im fast äußersten Westen von Österreich. Ja, nicht ganz, es ist im äußersten Westen von Tirol. Okay. Aber im Westen Österreichs, die Region ist der Arlberg ein Mythos, eigentlich hauptsächlich im Winter, aber die Region hat natürlich auch im Sommer einiges zu bieten. Warum ein Mythos? Wie hoch ist der Arlberg? Das Witzige ist, es gibt eigentlich keinen Arlberg. Ah, okay. Es gibt die Arlbergstraße, es gibt den Arlbergpass, kommt vom alten Wort Arlen, diese Stauden, die niedrig wachsenden Stauden. Aha. Das sind die Arlen und das ist der Berg, wo die Arlen wachsen. Der Arlberg, unser Gebiet geht von 1304 bis 2811 Metern und ist sozusagen ein hochalpines Paradies. Und Mythos deswegen, weil der Arlberg so als die Wiege des alpinen Skilaufs gilt, wo immer die Technik des Skilaufs seit über 100 Jahren weiterentwickelt wurde. Aber wie gesagt, im Sommer natürlich der Arlberg auch ein wunderschönes Gebiet. Was kann man denn alles machen? Natürlich die Klassiker Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken? Genau so ist es. Wir haben 300 Kilometer Wanderwege bei uns in St. Anton am Arlberg, in der Region, die ja durch das ganze Tal hinausgeht. Eine unglaubliche Menge von wunderschönen Radtouren auf den Forstwegen, alle im hochalpinen Bereich natürlich. Bergsteigen ist bei uns sehr, sehr beliebt, wunderschönen Klettersteig, aber auch viele Routen in den Kalkalpen, die markiert sind. Mhm. Paragleiten, Sportarten, sehr, sehr viele, eine ganz breite Range von Sportarten, die man alle im hochalpinen Gelände natürlich durchführen kann. Mhm. Ist es jetzt eher so eine Region für die wirklichen Sportfreaks oder auch für Familien? Wenn man sportlich ist, ist es natürlich ein Vorteil. Man muss kein Sportfreak sein bei uns. Man bewegt sich im hochalpinen Gelände, das heißt sowohl beim Wandern als auch beim Radfahren muss man sich immer gewahr sein, irgendwann muss man aufwärts fahren. Ja. Aber es ist natürlich auch für Familien ein wunderschönes Gebiet. Kinder haben ihr eigenes Kinderprogramm bei uns und die Eltern können dann Radfahren oder wandern gehen, Kinder werden betreut. Und hochalpin, gerade wenn es so schön warm ist wie jetzt, dann hat man natürlich frische Luft und genießt die Alpen ganz besonders. Wunderbar. Herr Ebster, jetzt haben wir ja traumhaftes Wetter, aber das ist ja leider in der letzten Zeit nicht immer so standardmäßig kontinuierlich gut. Wie schaut's aus? Was können die Urlauber machen, wenn das Wetter mal doch schlechter ist? Ja, man sagt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Ja. Das heißt, eine schöne Wanderung kann man auch machen, wenn es ein bisschen regnet. Aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten für mal einen Schlechtwettertag. Erstens haben wir zwei wunderschöne Schwimmbäder in St. Anton und in Bedneu in St. Anton zum Beispiel mit In- und Outdoor-Pool, mit dieser Gegenstromanlage, Sauna, Fitness und Massagen. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann haben wir ein multifunktionales Sportzentrum, das den Namen multifunktional wirklich bedient, denn da gibt es von der Squashbox über Tennisplätze, über eine Kegelbahn und dann vor allem unheimlich viele Klettermöglichkeiten. Indoor-Klettern und zwar Bouldern und das normale Vorstiegsklettern und auch Outdoor-Klettern ist alles in diesem Sportzentrum möglich. Mhm. Und da werden die Leute gut betreut und können so einen Tag oder zwei, wenn es einmal nicht so schön ist, ganz gut erleben. Wie heißt dieses Outdoor-Zentrum? Das Outdoor-Zentrum heißt Alrock. Alrock? Ja. Okay. Wunderbar. Wie schaut es denn eigentlich mit Sportarten aus, so Kajakfahren oder sowas? Habe ich gelesen, geht auch bei Ihnen. Genau. Sind da so gibt's Flüsse, Bäche? Es ist die Rosanna, ist der Fluss, der bei uns durch St. Anton durchfließt und durchs ganze Tal hinaus. Und das ist kein richtig wilder Fluss, aber gerade für Kajak oder solche andere Wassersportarten sehr, sehr gut geeignet. Mhm. Man kann natürlich auch von St. Anton vom Alrock weg zum Beispiel in Richtung einer Raftingfahrt gehen, die dann allerdings nicht auf der Rosanna stattfindet, sondern schon am Inn. Okay. Wie sieht es denn aus veranstaltungsmäßig? Nachdem Sie ja den Sommer ein bisschen pushen wollen, nachdem die meisten Leute das ja doch im Winter kennen, was ist so die nächste Veranstaltung, auf die sich die Besucher freuen können? Veranstaltungsmäßig sind wir sehr aktiv während des Sommers. Auf der einen Seite ein bisschen auf der kulturellen, auf der anderen Seite natürlich dem Image St. Antons entsprechend sportlich unterwegs. Und die nächste richtig große Veranstaltung ist ein Radrennen für mehr als 1000 Leute. Ich habe heute noch mal reingeschaut, wir sind schon knapp bei 1000 Anmeldungen. Das ist der Arlberg Giro. Ein wunderschönes Rennen im Bergpanorama der Alpen von St. Anton gleich in der Früh um 7 Uhr auf den Arlbergpass hinauf, die erste Steigung. Dann geht es hinaus nach Vorarlberg.
Starnberg von Bludenz durchs Montafon hinein und dann kommt die Steigung hinauf auf die Silreiter Hochalpenstraße, Bieler Höhe, durchs Bad Znauntal wieder heraus und zurück nach St. Anton. 150 Kilometer, eine wunderschöne Runde und auf das freuen wir uns schon alle. Aber kann man das nur als wirklich ambitionierter Halbprofi schaffen oder können da auch Amateure mitfahren? Wie ist es? Können auch Amateure mitfahren. Wir haben verschiedene Startblöcke, die Elite-Fahrer fahren natürlich vornweg. Mhm. Aber wenn man ein bisschen trainiert ist und auf dem Rennrad sich in den Bergen bewegt, kann man den Alpberg-Giro natürlich mitfahren. Und als nächstes kommt dann gleich nach diesem Giro, welche Veranstaltung? Sie haben so eine Rennradwoche. Die Rennradwoche ist etwas ganz Besonderes für unsere Gäste, die sagen, sie möchten im hochalpinen Raum Radfahren, betreut Radfahren und einmal von Profis Tipps bekommen, wie man das macht. Wie schnell trete ich rauf auf den Alpenpass, in welchem Gang mache ich das, wie viel Luft brauche ich. Und da haben wir unsere Profis vom St. Anton-Team mit Andreas Traxel, der da unsere Gäste betreut. Noch dazu haben die dann das Gefühl, sie sind in einem richtigen Rennteam, alle gleich angezogen. Vornweg eines unserer Safety Cars, die wir von Audi zur Verfügung gestellt bekommen, schon für das Rennen. Und Materialwagen, Verpflegungswagen. Und da ist dann von Mittwoch bis Sonntag werden diese Radfahrer durchbetreut und sind dann sehr glücklich darüber, was alles zu lernen ist. Das stelle ich mir auch vor allem aber wirklich gut vor, weil wenn ich so als Radfahrer normalerweise im Berg fahre, muss ich ja immer auf die anderen Autos achten. Und wenn da so ein Auto von Audi davor fährt, dann weiß ich ja, die Straße ist frei und es braucht keine Angst haben. Man muss gerade in den Alpen, gerade wenn es einmal steil runtergeht, muss man immer auf den Verkehr achten, weil man ist ja als Radfahrer immer der schwächere Teilnehmer. Natürlich helfen diese Autos vorne weg, die haben alle die Blinklichter und man kann sich dann als Radfahrer wirklich auf sich selbst konzentrieren. Ja. Das ist ein großer Vorteil. Mhm. Wie sieht es denn kulturell aus? Was ist da geboten? Wir haben den Sommer angefangen mit einer wunderschönen Veranstaltung mit dem Namen Musica et Artificium. Mhm. Wir bringen da die echte Volksmusik zusammen mit dem echten alten Tiroler Handwerk. Aha. Das war Ende Juni und das werden wir jetzt jedes Jahr als Beginn der Sommersaison veranstalten. Kultureller Höhepunkt. Der nächste kulturelle Höhepunkt ist im August die Oper im Park. Und da haben wir zum ersten Mal versucht, letztes Jahr eine Oper aufzuführen. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Die haben Menschen, wir auch Bilder, die wir den Zuschauern zeigen. Ja. Genau, richtig. Die Menschen sitzen da am Abend auf dieser Tribüne und schauen auf den See hinunter. Und es sind nur wenige Schauspieler und auch kein großes Orchester. Das wird mit Piano begleitet, gibt aber unglaublich schöne Atmosphäre. Und heuer spielen wir Don Pasquale von Donizetti. Genau. Cool. Im August. Was ist dann noch so geboten im August oder September? Im August geht es weiter mit dem dritten Bewerb eines Triathlons, den es eigentlich auf der Welt auch nur einmal gibt. Ein Triathlon, der von April bis August geht es eigentlich. Okay. Da kommen die Gäste, die da mitmachen, auch dreimal nach St. Anton. Wir beginnen diesen Triathlon im Winter, im April, mit einem ziemlich verrückten Skirennen. 500 Menschen auf einmal von der Valuga nach St. Anton, nennt sich der Weiße Rausch. So wie früher, als man gesagt hat, oben ist das Start, unten Ziel, auf geht's und sucht euch die Piste selber aus. Sie sagen da genau das Richtige. Dieser Weiße Rausch bezieht sich nämlich auf einen Film aus dem Jahre 1931 mit demselben Namen. Unglaublich schöne Bilder und Massenszenen, wie die Leute über die Berge runterfahren. Und genau dasselbe ist es eigentlich. Und wer als erster unten ankommt, der hat gewonnen. Und nachdem? Nachdem gibt es Ende Juli einen Halbmarathon durch das schöne Stanzertal hinaus, nach Stann und wieder zurück. Und eben im August, dann am 24. haben wir einen Bike-Marathon, 42 Kilometer über drei Berge bei uns. Ganz schön anstrengend, aber wunderschönes Rennen. Und wenn man jetzt alle drei Disziplinen geschafft hat, dann? Dann darf man sich ganz stolz der Adler vom Arlberg nennen. Ah. Und zwar die Damen und die Herren. Und wir haben auch einen kleinen Bewerb. Da sind alle Bewerbe ein bisschen kürzer und nicht so schwer. Das ist dann das Murmel vom Arlberg. Das Murmel. Ja. Die gibt es bei Ihnen, oder? Die gibt es bei uns in großen Mengen, ja. Zum wievielten Male gibt es das schon? Haben Sie da eine Ahnung überhaupt? Den Triathlon, den werden wir jetzt, glaube ich, zum 16. oder 17. Mal schon machen, ja. Ja. Ist ja auch praktisch, dann kommen die Leute immer wieder. Ein Zehnkampf wäre nicht schlecht, ne? Dann machen wir gleich einen Zwölfkampf draus. Ja, oder sowas, genau. Das gibt es noch gar nicht. Und dann Ende August, und auf das möchte ich ganz besonders hinweisen, das machen wir jetzt zum 19. Mal, gibt es ein Bergfilmfest, Berge, Menschen, Abenteuer. Aha. Wir haben eine wunderschöne
große Halle, die WM-Halle, im Zuge der alpinen Skiweltmeisterschaft 2001 erbaut. Mhm. Und da haben wir seit vielen Jahren eben dieses Bergfilmfest drin. Da wird von Mittwoch bis Samstag, jeden Abend werden wunderschöne Filme von Menschen in den Bergen auf der ganzen Welt gedreht. Das kann Klettern sein, das kann aber auch einmal Basejumpen sein, Kajakfahren, Mountainbiken oder auch einmal ganz ein ruhiger Film über Bergbauern, wie die zum Beispiel leben. Und da gibt es ganz ein abwechslungsreiches Programm. Aha. Und wer sich bei uns einmal ein paar Tage mit diesen Bergfilmen beschäftigen möchte, der kommt zum Bergfilmfest vom 28. bis 31. August. Wunderbar. Das klingt total spannend. Gibt es auch sowas wie so einen Almabtrieb oder solche Sachen? Auch den gibt es. Ja? Dazwischen haben wir noch, sind wir noch Etappenort vom Gore-Tex Transalpine Run. Das ist gleich Anfang September. Mhm. Kommen auch knapp an die 1000 Läufer über die Berge zu uns. Und Mitte September dann haben wir den traditionellen Almabtrieb. An einem Samstag kommen die Tiere von den Almen nach Hause in die Ställe. Das ist ja so für die Touristen immer das Wow, dass dann die ganzen Tiere durch den Ort getragen werden. Getrieben. Getrieben. Ja. Genau. Ja, genau. Das findet dann, glaube ich, am 14. September statt. Mhm. Wunderbar. Und dann ist schon wieder Vorbereitung für den Winter. Oder wann geht es denn bei Ihnen los mit der... Ja, die Vorbereitung für den Winter läuft eigentlich jetzt schon. Mhm. Wir sind jetzt schon eigentlich dabei, das Ende des nächsten Winters vorzubereiten. Okay. Wir sind da schon recht kräftig dran und mit Mitte August gehen dann auch die Buchungen für den Winter schon los. Aber jetzt konzentrieren wir uns zuerst auf den Sommer. Ja. Wie lange kann man denn Sommertourismus bei Ihnen betreiben? Also hängt natürlich vom Wetter ein bisschen ab, aber so im Herbst ist ja wahrscheinlich auch... Richtig, im Herbst ist wunderschön bei uns. Die Sommersaison geht über den September hinaus in den Oktober. Es haben dann nicht mehr alle Hotels offen, aber wenn jemand wandern möchte im Herbst, bei uns im hochalpinen Gelände, ist September, Oktober einfach wunderschön. Was ist so Ihr absolutes Highlight, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Herr Ebster, was soll ich denn jetzt am Arlberg machen? Im Sommer würde ich jetzt einmal den Arlberg Giro sehen als Highlight und begleitend dazu natürlich die Möglichkeit, bei uns Rad zu fahren. Mhm. Und im Winter, ich meine, im Winter ist die Saison an sich ein Highlight. Mhm. Unser Skigebiet ist unvergleichlich, variantenreich, nicht das größte auf der Welt, aber sicher eines der variantenreichsten. Und ein Highlight von mir ist ganz sicher am Ende der Wintersaison, eben eigentlich fast am letzten Tag, dieser berühmte weiße Rausch, wo man dann sagt, jetzt haben wir es wieder geschafft. Das klingt sehr spannend. Da komme ich vielleicht sogar, weil das wird mich auch mal reizen. Das sollten Sie sich ansehen, ja? Oder vielleicht sogar mitfahren. Oder mitfahren, genau. Ja. Herr Ebster, ich sage vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut, danke vielmals. Ja, und vielen Dank bei Ihnen fürs Zuschauen.